Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Aggendorf Map mit dem Freezy Pixel und Wendy. Hallo. Moin. So, und wir waren im letzten Part stehen geblieben mit der vegan. Ich fick deine Mutter, Mr. HP! Was? Es tut mir jetzt sehr leid, ich entschuldige mich dafür. Das war auch nicht so gemeint, aber jedes Mal diese Kack-Livestream-Ankündigung auf Steam. Mein Spiel ist zu geploppt. Ich muss nachher unbedingt aus den seiner Gruppe rausgehen, ey. So, ja, Entschuldigung. Man könnte Ich dachte, manchmal der HP meinen, ich macht hätte gar den. nichts mehr. Ich hätte manchmal dem. Man könnte meinen, ich hätte den Hang zur Cholerik. Ach, Quatsch. Lach dir etwas über mich! Warte mal. Nein, Spaß. Nee, es ist gerade so eine Livestream-Ankündigung bei Steam aufgeploppt. Ich selber benutze die ja auch in den Gruppen und das Problem ist nur immer, dass es das aktuelle Spiel dann, also jedenfalls es schließt es, beziehungsweise nicht schließt es, sondern ploppt es halt runter in die Taskleiste. Bei mir nicht, also irgendwie. Bei mir ist gerade runtergeploppt in die Taskleiste, weil Steam sich denkt, das ist wichtiger gerade. Deswegen muss ich Ja, aber wenn du ein leider. Steam-Spiel hast, dann passiert das nicht. Aber wenn du Steam halt nur im Hintergrund laufen hast, dann Ah! stellt Ja, sich Steam genau, im ich habe kein Vordergrund. Steam-Spiel, das ist es. Ja. Da stellt sich Dann das könnte leider es im liegen. Hintergrund. Ja. So, seid ihr bereit für Money, Money, Money? In Warum a liegt rich der mich man's nicht? world. Was? Tino hat noch nicht angesprochen, worüber wir heute reden wollen, weil Ach so, eben die das war. Livestream-Ankündigung dazwischen kam. Entschuldigung. Aber heute, wir hatten Ja. ja in der letzten Folge es kurz Mhm. angedeutet, es geht Schnitten. ums vegane Leben. Und dass das meines Erachtens ungesünder ist, wie Um. kein veganes Leben. So. Ja. Ungesünder. 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 Also ich finde veganes Leben sehr ungesund. Ungesund. Also. War ich hier Ja. richtig? Tatsächlich ja. Nein, es ist ja definitiv erwiesen, dass Entschuldigung. Erwiesen? dass man da eine Hundeversorgung, dass sie stattfindet. Vom Körper natürlich, ja. Ja. Dass man Zusatzstoffe und den ganzen Quark nehmen muss, also Genau, nehmen du musst, sollte. also du kannst als Veganer musst du in jedem Fall Eisen. Fleisch zu dir nehmen. genau, Fleisch zu dir nehmen. Nein, aber Ergänzungsstoffe, weil das wird sonst nichts. Also es wird wirklich nichts. Das hat halt, das hat den Hintergrund, ich müsste jetzt nachgucken, was es genau war. Wartet, wenn wir schon dabei Aber sind. so, ihr Bitch-Niggers, guckt mal die Kohle an hier, ey. Die wir hier an Schlüssel gebracht haben. 25k hast mal hier aufs Konto verbucht. Nice. So, Freezy, kannst du mal warten oder was, du Andi-Mate? Ich dachte, du bist hinter mir. Ich fahre in der. Nein, was hast du vorhin gedacht, du hast die Lasche im Anhänger. So, jetzt bin da. Wie viel Also, ich Silage haben finde. wir noch liegen im Silo Renier? Ist da noch was drin? Im Silo ist noch was drin. Ja. Also Wie nicht, viel? aber Keine Ahnung. nicht mehr viel, ne? Da war. Naja, also den Hänger würde man glaube ich noch voll kriegen, aber ich müsste gerade mal die ganzen Faktoren zur Tankstelle rammeln. Wie Also, viel? also. Kann ich nicht sagen. Ich stell mir gerade vor, wie du so einen Traktor zur Tankstelle rammelst. Naja. Naja, gut. Also ich finde, Leute, die kein Fleisch essen, bei denen stimmt eh was nicht. Ich finde. Na gut, das finde ich jetzt schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Kann man mal machen, das ist warm draußen. Ich finde aber persönlich, man kann auf Fleisch verzichten, das geht. Aber dann würde ich als Ausgleich Fisch essen. Ja, Weißt du ja. wie? Als Beispiel jetzt. Ich glaube, wir brauchen auch den Eiweiß, oder? Natürlich brauchst du den Eiweiß, na klar. Ja, aber den kann man sich auch aus, also den könnte man sich auch komplett pflanzlich holen. Das ist nicht das Problem. Wichtig, ist Vitamin B12. Das ist im Fleisch. Das Ja, B12 das nicht ist für den. in tierischen Produkten. Dann nicht für Knochenaufbau? B12? B12 könnte sein, ja. B12 Weiß ist nicht. vor allem für die Psyche. Okay. Ah, das erklärt einiges, Pixel. Ja, genau, so sieht's nämlich aus. Ja, ist wirklich so. Ich biege hier mal rechts ab für Sie, ich muss noch tanken. Wir haben das Ja. Problem bei dem einen oder anderen YouTuber gefunden. Er hat B12-Mangel. Ja, ist Ja. wirklich so. Also es ist. Da hatten wir uns schon mal drüber und da hat der eine von Outcast.
Der war früher Veganer und der hat irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr, weil er hat gemerkt, dass er nur noch zu Hause gesessen hat und ständig aggro war und ständig nur noch die Zeit damit verbracht hat, seinen Lebensstil zu verteidigen. Und er hat gesagt, ihm ging das irgendwann, als ihm das aufgefallen ist, hat er gesagt, ich muss damit aufhören. Und seit er nur noch Vegetarier ist, hat er keine Mangelerscheinung mehr. Ja, säfte Hühnchen. Er 13 K noch drin. Calcium ist natürlich noch eine wichtige, das hattet ihr ja schon angesprochen, ne? Milchprodukte und so, Osteoporose. Also wie gesagt, Fakt ist eins, dass man seinen Körper damit wahrscheinlich keinen Gefallen tut. Das muss man ganz klar so sagen. Ich meine, so sind wir ja auch entwickelt worden, oder? Dass wir alles essen. Das Vor allen Dingen alles essen, hört los, ich gehe manchmal draußen auf die Wiese und nehme einfach mal einen Nein, Happen. das meine ich nicht, aber dass wir Fleisch essen, Salat essen, weil wir halt aus den verschiedenen Sachen die Nährstoffe brauchen für unseren Körper, sonst Ja. packen wir ab. Ja. Das meine ich. Wenn einer da um die Ecke kommt und Die sagt, ich esse kein Fleisch mehr. Frage ist immer, die ich mir stelle: Was möchte ein Vegetarier oder ein Veganer bewirken damit? Das ist ja wichtig. Was möchte der damit bezwecken? Können wir hier abtanken kommen? Bin gerade Ja, wir haben keine Hänger gerade da, das Bin ist das gerade da. Problem. Martino kommt. Also ich nehme an, Massentierhaltung und sowas, ne? Das ist, glaube ich, so immer so ein. Ja, vegan. Ah, warte, ich mach's rein. So. Komm, du komm durch. Ja, da hast du aber vielleicht recht, aber ich denke, da können, glaube ich, noch 100.000 Veganer kommen, dass das nicht enden wird. Schwierig. Das sehen Weil wir ja das auch Menschen Menschen auf auf der der Nee, Welt und ist. das glaube ich nicht. Also ich denke, Veganer haben ja noch einen ganz anderen Hintergrund. Bei Veganern geht es ja darum, dass kein Tier leiden soll, gar kein Tier. Und so löblich das ist, wie gesagt, ich finde halt zum Beispiel sowas wie kein Honig essen, das ist für mich der absolute Quatsch, weil ich meine, wir nehmen denen das zwar weg, aber wenn das ein Imker ist, ein guter Imker, der achtet darauf, dass seinem Volk nichts passiert, denn die sind ja seine Arbeitsgrundlage. Natürlich, die müssen Und ja neuen Honig produzieren. genau, es gibt in China und sonst wo gibt es Imker, denen das scheißegal ist und die einfach nur auf Profit aus sind. Und da sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber ich denke einfach, ja. Wie gesagt, ihr sagt jetzt die Massentierhaltung, die wollen halt gar keine Tierhaltung, die Veganer. Die sagen, wir müssen die Tiere so leben lassen, wie sie sind. Also, Und und irgendwann das gibt ist es dann halt. so viele Tiere, dass sie die Hälfte davon bei mir im Wohnzimmer ist Das habe und ich mir auch gerade aufs gedacht. 30-Euro-Laminat scheißt. Super. Nice. Pro Quadratmeter? Natürlich. Das Problem ist, wir leben halt in einer Welt, die vom Menschen gestaltet ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss halt auch, dass wir dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel Wild, ja, Wild muss geschossen werden, weil es keinen natürlichen Falsch, Feind Randy. mehr gibt. Falsch, Wie Randy. bitte? Falsch, Wieso Randy. falsch? Silo. Nee, Silo ist alle, Ja, Warum? My hinten friend. Lager. Warum? CCM-Lager. So, früher das kann gab es man ja, in ganz Deutschland Wölfe zum Beispiel. So Die haben wir meinst du das. Ja, ausgerottet. gut. Ja. So. Und jetzt vermehren die sich so krass, dass zum Beispiel, dass im Wald die Rehe zum Beispiel die Bäume kaputt machen, weil sie sich dran reiben oder knabbern. Ja. Randy geht aber auch manchmal im Wald, um sich am Baum zu reiben. Ja, aber das ist was anderes. Also das eine ist sexuelle Präferenz und das andere ist, ja. Das ist, damit zeige ich halt meine Liebe zur Natur, ne? Das gehört Mach halt irgendwie mal ganz das dazu. Förderband einfach ein bisschen runter, Randy. Ach, das geht ja so. Damit zeige ich meine Liebe zur Natur. Aber Bei so einem Baum kannst du dich wehren. Ja, wollte gerade Das ist sagen, voll dazu gehört fies, aber ey. nicht Astlöcher pimmeln, ne? Das Stell dir mal ist. vor, du bist Baum und dann kommt so einer wie Randy um die Ecke, so schon Arme auseinander. So. Und, nee. Kannst du das Förderband so einstellen, dass ich vielleicht einfach nur rückwärts fahren muss? Den musst du einfach nur rückwärts fahren. Ja, dann machst du mal gerade oben. Also weiter, wieder zurück. Ja, und dann packt er Ja, sein sehr gut. veganes Gleitgel aus und ab Ja. die Luzi, ne? Oh, Es das gibt ist auch dann noch der veganes Honig. Gleitgel, oder was? Nein, es gibt Ja auch klar, noch. Honig. Du, es gibt alles Honig. Veganes. Honig. Aber das dürfte. Honig ist aber nicht vegan. Wie sehen denn Kondome aus bei Veganern? Ja, Achso, ne, so. Kondome sind ja generell aus Latex, ne? Hat ja Ja. nichts mit. Aber doch, Ja, sind ja, aber hat es ja auch gibt was mit auch. Tieren zu tun. Es gibt doch Wie da auch denn? Wo eben. denn? Es gibt doch auch irgendwie Ist das Schafsdarmkondom, nicht oder auch. nicht? Ja. Vegane Kondome bestehen aus Baumrinde. Mein Gott, Was, das aber, ist warte mal, schon. erläutert mir mal kurz das Ding mit dem Schafsdarm. Ja,
Also ich weiß, das haben wir in meiner Schule gelernt, dass die südländischen Dinger, ich will jetzt hier keine... Was heißt denn südländisch? Ja, das war überall die, so. Die Türken, so, die haben damit angefangen, dass sie vom Schaf den Darm als Kondom benutzt haben. Und so war das, glaube ich, dann damals erst übernommen worden und ja. Also die Türken haben das Kondom erfunden? Ich meine schon, ja. Ich bin mir da nicht sicher. Also, aber ja, das ist auf jeden gedacht, Fall im Mittelalter, das. Dass da im Mittelalter die das so probiert haben, das stimmt, ja. Also ich das ist ja wie wenn du ein Schaf poppst. Ja. Wir vom Schaf den. Das gibt's heutzutage noch. Über den Schnee. Das gibt's auch noch, das stimmt. Hatten wir uns da eigentlich mal drüber unterhalten, warum das so ist? Was? Hör auf. Was mit Schafe und Ziegen? Nein, warum dieser Mythos aufkam. Also ich meine, klar gibt's Leute, die das machen, aber warum man zum Beispiel von den Walisern behauptet, sie würden gerne Sex mit Schafen haben? Wegen der weichen Wolle? Nein. Was ist mit Ziegen? Da stehen sie auf Behaarte. Was? In Wales war es so, auf Schafdiebstahl stand die Todesstrafe. Auf Sex mit einem Schaf stand allerdings nur 2 Wochen Knast. So. Und dann, wenn die dann erwischt wurden im Schafstall, haben die behauptet, sie wollten Sex mit dem Schaf und nicht die Schafe klauen. Natürlich wollten sie die klauen. Aber daher kommt dieses Vorurteil, dass die Waliser Schafficker sind. Also zum Beispiel. Da würde ich meinem Mann stehen und sagen, ich wollte das Schaf nicht ficken, ich wollte es klauen. Dann wirst du dann, ja, hingerichtet. Aber es ist ja immer noch besser, wie der Schafficker vom Dorf zu sein. Aber nicht, wenn es im Dorf 300 Schafficker gibt. Gut, das ändert einiges. Merkst du was? Warum haben die denn sich die Schafe geklaut, alle untereinander? Das ist ja grauenhaft. Na, weil die viel Geld wert waren. So ein Schaf ist viel Geld wert? Nee. Also damals hat denen das... Ja, naja, heute steht da auch nicht mehr die Todesstrafe drauf. Heute könntest du auch sagen, ja, ich wollte es klauen. Kommst wahrscheinlich besser mit weg, als sonst kommen die Tierschützer aus ihren Löchern und dann... Ja, naja. So, einmal abtanken bitte. Komm mal in die Hände von Greenpeace, wenn du ein Schafficker bist. Aber oh, ist das nicht in Deutschland irgendwie erlaubt, wenn du das Tier dabei nicht quälst? Nein, nicht mehr. Okay. Nochmal bitte, was ist dann erlaubt? Wenn du das Tier da beim Geschlechtsverkehr nicht anfängst zu quälen oder so, war es mal erlaubt. Ja, aber ist es nicht mehr. Okay. Ja, das haben sie dann vor Gericht rausgefunden, dass es relativ schwierig ist, dann die Geschädigten da zu verhören. sitzt die Kuh auf der Zeugenbank, Junge! Hat er sie verletzt beim Eindringen? Ah, okay, ich verstehe, ja. War er zärtlich zu ihnen? Was ist das denn bitte? Solche Gedankengänge musst du haben. Du Scheiße, wenn du platzt. Dann hast du es definitiv. Ne? Wenn es Hühnerfrikassee gibt abends. Oh, keine. Eieiei. Ist mir weggeplatzt. Was? Das Hühnchen ist geplatzt, ja. Sau, ich hatte lang nicht, ich konnte ja auch nichts für. Ich war ganz sanft, aber. Da fängt was weg. Nee, also. Es gibt ja auch welche, die stecken sich so einen Fisch auf den Pimmel. Ah, ja, okay. Weil der immer so. Macht, ich weißt du so. Ich hab ein Video davon geschickt gekriegt, von so 2 Jungs im Wasser. Ja, ich hab das auch schon gekriegt. Ich hab gedacht, das ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann, denn auch Fische haben Zähne. Wenn die dann denken. Die wenigsten haben Zähne. Ja, aber. Naja, aber wenn die denken, das ist jetzt so ein Würmchen, oh, lecker essen. Nee, die macht weg ist es. Und dementsprechend brauchen die keine Zähne. Also, wenn du das natürlich mit dem Piranha versuchst, erstens ist er zu klein und zweitens würde ich das nicht tun. Der Randy würde da rein. Dann reisen. Bist du selber schuld. So, ich komme nochmal hier CCM ab Dingsbumsen. Wahnsinn. Ach komm, Füsi. Du hast einen Anhänger, der ist nicht zum Rückwärtsfahren geeignet. Ja, der ist scheiße. Kennt ihr eigentlich, also wenn wir jetzt schon mal bei so unappetitlichen Themen sind, hattet ihr das mitgekriegt in Amerika? Da gab es so richtige Tierpuffs. Da konntest du nicht nur dir Tiere zum Penetrieren aussuchen, sondern du konntest dich auch penetrieren lassen. Also ist dann quasi, das Schaf hat dann die Ledermaske aufgehabt, oder wie? Ja, beziehungsweise die haben... Aber das ist doch grauenhaft.
Ey, was für Untermenschen gehen denn da hin, bitte? Ja, merkst du was? Also das sind doch Untermenschen, die sowas machen, ey, ganz ehrlich. Also das ist doch schon... Jetzt hast du ein Wort gesagt. Warum? Naja, weil das so negativ belegt ist. Also. Das sind für mich aber. Das sind für mich Untermenschen, Leute, die Tiere im. Oppen. Im. Ja. Nee. Beziehungsweise sich. Das finde ich ja noch viel. Also, oder viel interessanter. Wie gesagt, die nehmen Pferde und lassen sich dann begatten, ne? Das sind teilweise Männer. Und da ist ein Unfall passiert. Das soll doch verreckt. Ja, genau. Da war dieser eine Typ, der hat für Airbus Industries. Und zwar für den militärischen. Für die militärische Entwicklung gearbeitet. Und der hat sich halt da, ne? Und was dann passiert ist, der hatte eine innerliche Verletzung, weil normalerweise haben die so, das hört sich jetzt verrückt an, beim Cheerleading gibt es Leute, die sind Backspotter, ja. Die gehen her und gucken, dass keiner hinten runterfällt. Und da ist eigentlich einer da gewesen, der darauf achtet, dass der Hengst da nicht voll rein. Komm, lass mal das. Das ist... Was? Das woher ist, weißt du so eine Scheiße? Ja, ganz ehrlich, also das gibt mir echt zu denken. Das ist hart. Aber in diesem Sinne würde ich die Folge ganz gerne beenden, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Frag mal den Drachen. Gut, dass die Folge 13 Uhr kommt. Es ist ein Traum. Und ja, in diesem Sinne sind wir erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Ruhigen Tag noch. Lasst euch das Mittag schmecken, ja.